Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian und ich begrüße euch ganz herzlich in meiner Technik-Ecke. Heute gibt es mal wieder ein Review anderer Art. Und zwar habe ich hier einen Netzwerklautsprecher. Und zwar den neuen Sonos Era 100. Den habe ich jetzt in den letzten Wochen getestet und nach dem Intro erzähle ich euch, was der so auf den Kasten hat. Der Sonos Era 100 ist ein Netzwerklautsprecher mit Bluetooth von Sonos, der quasi den Sonos One ablöst. Den hatte ich ja auch schon mal im Test und den Testbericht, den könnt ihr nachlesen, habe ich euch unten verlinkt bei PureDroid. Und auch der Testbericht vom Sonos Era 100, auch den könnt ihr nochmal nachlesen auf puredroid.de, findet ihr da alle Informationen. Im Grunde ist es einfach eine starke Weiterentwicklung des Sonos One. Es ist etwas, ich würde sagen, kompakter. Ob er wirklich kompakter ist, weiß ich gerade nicht. Aber er ist auf jeden Fall von der Optik her kompakter. Fühlt sich wie immer sehr, sehr hochwertig an, auch wenn leider alles weiterhin aus Kunststoff ist. Das stört mich aber jetzt im Endeffekt nicht so sonderlich, denn der Rest, der stimmt einfach. Was man aber sagen muss, und das möchte ich auch hier nochmal betonen, an der Nachhaltigkeit der Verpackung hat Sonos auf jeden Fall was getan. Die ist jetzt auf jeden Fall deutlich nachhaltiger. Alles aus Pappe oder aus nachhaltigen Komponenten. Bei dem Sonos Era 100 haben wir hier oben Tasten. Wir haben hier eine Start-Stopp-Taste, eine Vor-Taste, eine Zurück-Taste. Und wir haben hier eine, Touchbar mit einem Plus und einem Minus, womit man die Lautstärke einstellen kann. Dann kann man hinten noch das Mikrofon, das integrierte, ein- und ausschalten, denn der Sonos Era 100 verfügt über ein integriertes Mikrofon, sodass ich beispielsweise auch Amazon Sprachassistent damit steuern kann. Integriert sich also, wenn man einen entsprechenden Sprachassistenten zu Hause bereits hat, nahtlos in das System. Wir haben hinten einen Knopf. Da kann man Bluetooth mit aktivieren und ein Gerät mit Bluetooth koppeln. Das werden wir jetzt einfach mal live machen. Ich habe mein Smartphone hier und Bluetooth ist eingeschaltet. Wir drücken hier, halten hier Bluetooth gedrückt und schon sieht man hier andere Geräte. Da taucht das Sonos-Gerät auf. Wir können das also jetzt verbinden. Es ist verbunden und schon so einfach und schnell geht das. Das ist eben ein Vorteil zu vorherigen Geräten. Da war das meiner Meinung nach nicht so einfach mit dem Bluetooth. Teilweise gab es das ja auch noch gar nicht bei dem Sonos One beispielsweise. Das war ja ein reiner Netzwerklautsprecher. Der Era 100 ist eben jetzt auch ein Bluetooth-Lautsprecher. Unten haben wir auch noch die Möglichkeit, hinten per USB-C etwas anzuschließen, ein Gerät. Oder da ist auch noch eine Mute-Taste, falls wir den Sprachassistenten, also falls wir das Mikrofon deaktivieren wollen. Genau, da unten ist die Mute-Taste. Was war denn das hier oben? Müsste ich jetzt selbst nochmal mischen? Weiß ich gerade nicht. Blende ich euch unten ein, wofür diese Taste hier oben ist. Das ist also die Möglichkeit, wie man das Gerät steuern kann. Die Einrichtung in der Sonos-App, wer Sonos kennt, das ist recht einfach und simpel, passiert relativ schnell. Dann braucht das Gerät nochmal ein Update, das sind ungefähr 5 Minuten und dann ist das Gerät einsatzbereit. Man kann es ins Büro stellen, man kann es zu Hause hinstellen. Mit dem Netzwerk eben gekoppelt, kann man es im Grunde überall hinstellen, im eigenen Netzwerk und von überall aus im eigenen Netzwerk steuern. Was nicht möglich ist, das Gerät von woanders zu steuern, außer man hat sein eigenes Netzwerk freigegeben und hat dann die Möglichkeit, von woanders auf sein eigenes Netzwerk zuzugreifen. Es gibt aber keine Funktion, dass ich von Sonos beispielsweise, wenn ich in der Sonos-App angemeldet bin, zu Hause das Gerät steuern kann, wenn ich gerade unterwegs bin. Also das gibt es von Sonos so noch nicht, aber wer sein Netzwerk freigeschaltet hat, kann das über Umwege eben machen. Ansonsten ist das Wichtigste an diesem Gerät ja auch der Klang und damit wollen wir uns jetzt gleich beschäftigen. Ich werde ein paar Beispiele abspielen, die ich so zur Verfügung habe. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, wir haben einen 360-Grad-Klang mit sehr präzisen Höhen. Wir haben detaillierte Mitten und wir haben tiefe, satte Bässe. Und insgesamt, ja, das Gerät kostet knapp 300 Euro, meine ich. Das ist nicht wenig Geld, das ist schon einiges an Geld, aber man merkt halt auch einfach, dieser Klang, den Sonos da bringt, mir gefällt er persönlich sehr, sehr gut und da kann kaum etwas mithalten, würde ich persönlich sagen. Das ist einfach meine persönliche Einschätzung. Sicherlich ist da auch jemand mal dabei, der sagt, na, mir gefällt aber was anderes gut.
Aber Sonos hat mir schon immer klanglich sehr gut gefallen. Sind schon immer sehr, sehr teuer. Also es gibt durchaus wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Lautsprecher, die man ein bisschen günstiger bekommt. Aber das weiß man, wenn man sich Sonos-Geräte kauft. Und der Sonos Era 100 ist klanglich einwandfrei. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich habe super gerne Musik damit gehört. Mir reicht auch dieser eine Lautsprecher. Natürlich, wenn man mehrere hat, dann könnte man nochmal so ein Stereo-Erlebnis hinzaubern. Aber allein dieser 360-Grad-Raumklang, das füllt den Raum wirklich sehr, sehr gut. Das kann Sonos einfach. Zudem kann Sonos ja mit gewissen Operationen, das ist entsprechende Schallwellen, aussendet und man mit dem Smartphone durch die Gegend läuft, kann dieser Raumklang ja auch nochmal an den eigenen Raum individuell angepasst werden. Kann ich eben nur empfehlen, das macht das Ganze dann nur nochmal besser. Wollen wir aber nicht zu lange jetzt quatschen, sondern einfach mal hören, was das Gerät denn eigentlich kann. Ich werde jetzt zunächst einmal Musik von Audio abspielen. Audio ist eine Musikplattform, auf der man Lizenz pflichtige Musik, also GEMA-freie, aber lizenzpflichtige Musik über ein Abonnement bekommen kann und das für seine Projekte, egal was es ist, Videos, TV-Produktion und so weiter, verwenden kann. Man zahlt einmal jährlich oder schließt ein Lifetime-Membership ab und bekommt damit Musik, die man quasi nutzen darf. An dieser Stelle sei gesagt, das ist keine Werbung oder es ist Werbung, aber keine bezahlte Werbung. Ich habe nie mit Audio gesprochen, das ist einfach ein persönlicher Eindruck von mir. Ich nutze das sehr gerne. In all meinen Videos gibt es Musik im Hintergrund, die von Audio stammt. Deswegen werden wir das jetzt auch hier nutzen, um die Klangqualität vom Sonos Era 100 einschätzen zu können. Und ich werde jetzt mal als erstes einfach mal, weil wir Christmas haben, einen Christmas-Song abspielen. Und ja, schauen wir mal, was es da so gibt. Wir haben, ich nehme einfach den ersten, das ist Once Again von As Tall As Pine. Das war Once Again von As Tall As Pine und ja, da haben wir ein bisschen mal gehört, so ein bisschen Weihnachtsstimmung, schön die Höhen mit den Glöckchen konnte man da gut hören, eine ganz nette Sache. Jetzt suchen wir uns nochmal was raus, wo wir auch ein bisschen Stimmen dabei haben und schauen wir mal, was wir da haben, was wir da bekommen. Wir machen einfach mal Fire and Smoke von Beach Love. We can let the world just tell us so. Light ourselves up when we're out of luck. All of the love in me was an illusion. Until you made my world from the start. Turn me around when I had enough. And I know now that I'm not safe now. We're ja, auch hier konnte man sehr, sehr gut die Feinheiten in der Stimme heraushören. Also ich zumindest. Ich hoffe, das geht über das Video auch bei, kommt das bei euch an. Und was hier nochmal sehr, sehr stark zu hören war, war dieser tiefe Bass, der Punch und der Druck, der damit vermittelt wurde. Einfach 1A. Und ich dachte mir, als letztes machen wir nochmal ein bisschen Hip-Hop
Und da nehmen wir von Wes Harris Feel the Beat. AirPods on key for the beat. I just wanna have good times. AirPods in, small talk's cheap. Now I wanna kill the vibe. AirPods on key for the beat. I just wanna have good times. AirPods in, small talk's cheap. Now I wanna kill the vibe. Yeah, I gotta protect my inner peace. Not everything will deserve my energy. I'm a Steve Jobs, yeah, I think differently. I black out noise and all decoys deliver me. Yes, and I'm fresh out the Apple store. The back's secured. I just put my AirPods on. I need time to recline, be with my own thoughts. Pulling from deep down and into my own vault. I find beauty in the melodies, color in the harmonies. Life is like an odyssey. Don't wanna be rude if I'm vibing. Don't you bother me. Music is medicine. And this is cardiology. Yes. AirPods on, can you feel the beat? That's one of the Damit haben wir drei verschiedene Songs jetzt mal gehört als Beispiel von dem Sonos Era 100. Ich hoffe, es kommt über das Video überhaupt rüber bei euch. Ansonsten müsst ihr euch einfach darauf verlassen, was ich sage, oder es selbst mal ausprobieren, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt. Ich persönlich, und damit sind wir beim Fazit, kann den Sonos Era 100 wirklich empfehlen. Ich mag die Musikabspiel, mag das Musikabspielen, egal ob übers Netzwerk oder über Bluetooth, es ist immer sehr, sehr gut. Es kann genutzt werden als Alexa. Du bist gerade nicht gemeint, sorry. Es hat reagiert, immerhin. Also dafür kann es genutzt werden. Und ja, das war's eigentlich schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns bald wieder. Euer Julian aus Julians Technik-Ecke. Ciao.